Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria mit Mods, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, jetzt haben wir gleich die Steam Engine fertig, genau. Jetzt müssen wir die auch anschmeißen. Mal gucken. Turn on. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, an sich müssen wir den hier auch noch engagen dann. An sich ist alles fertig, alles vorbereitet. Jetzt muss nur Fuel reingeschmissen werden. Genau. Zack, jetzt ist Fuel drin. Jetzt wird das Ding eingeschaltet und jetzt wird hier Wasser hochgepumpt. Jetzt wird hier Wasser hochgepumpt. Pumpen tut er, aber hier oben kommt irgendwie herzlich wenig an, ne? Also, genug Energie muss da sein. Total Power 200. Benötigte Energie. Ich weiß nicht, wieso das jetzt nicht funktioniert. Aber es kann halt tatsächlich sein, dass es zu wenig Wasser ist, um hin und her gepumpt zu werden. Gut, dann machen wir einen Abbruch. Pull Lever und Turn Off. So. Mal gucken. Dann ist das Beste, was mir jetzt einfällt, dass wir tatsächlich das Ding enger bauen. Also, dass wir wirklich nur einen Schacht haben, einen sehr engen Schacht haben, der bei dem das Wasser hochlaufen kann. So. Mal gucken. Das wäre jetzt noch was mir einfällt als Möglichkeit. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen experimentieren. Das, wie gesagt, da habe ich keine Erfahrung mit. Aber das ist ja durchaus auch mal ganz interessant. Ob wir das hier zum Laufen kriegen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht in Wikipedia oder sowas reingeguckt. Ich muss zugeben, ich finde es ja sehr schön, dass man nachgucken kann und alles. Und ich lasse mir auch gerne Tipps von euch geben, klar. Aber ich muss zugeben, ich finde das auch sehr interessant und sehr schön, ein Spiel mal auf die Art und Weise zu erfahren, dass man versucht, alles selber herauszufinden. Ich habe hier ja viel versucht herauszufinden, ein paar Sachen natürlich habe ich nachgelesen, vor allem so bei den Mods und so, wie dann Sachen zusammenhängen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das hier schön, so eine Situation wie die hier, das herauszufinden, wie das klappt und ob das klappt und so. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass zum Beispiel draußen das mit dem Regenfang nicht klappt. Das müsste ich mir vielleicht nochmal angucken, ob ich da einen Fehler mache, ob ich da andere Materialien verwenden muss. Das würde ich dann wahrscheinlich doch nochmal nachgucken. Aber das hier zum Beispiel finde ich voll cool gerade. Hier experimentieren, wie es und klappt und was ich machen muss und was ich ändern muss. Sehr cool. Eine weitere Frage, die ich habe. Ja, okay. Also man kann die, wenn man die Turn-Off macht, dann ist die tatsächlich aus. Also das Fuel verbraucht sich auch nicht weiter. Das bedeutet tatsächlich, man bräuchte hier nicht unbedingt einen Lever. Ja, ich dachte halt so ein bisschen, ja, solange Kohle drin ist, wird die laufen. Nein, tut sie nicht. Das heißt, den Lever, den könnten wir uns theoretisch sparen. Das war gar nicht so schlimm, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, verbraucht der Lever nämlich keine Energie. Theoretisch, wenn man also sehr wenig Energie verbrauchen will, könnte man einfach Lever in Reihe schalten, um eine Verbindung zu schalten, weil im Gegensatz zu den Axles verbrauchen die dann keine Energie. Sind allerdings auch oberirdisch, das heißt, ich kann nichts hinbauen, zum Beispiel keine Wand oder so dazwischen bauen. Ne? Das muss einem halt klar sein, aber theoretisch machbar, möglich. So. Tja, wir könnten noch mal mehr Platin-Statuen theoretisch hier oben bauen. Was hatten wir? Elektrum für das Innere. Und Platin für die äußeren Bereiche, ne? So hatten wir das gemacht. Gucken, Statuen. Das war jetzt Soldier, der hat aus irgendeinem Grund mehr Wert gehabt als die Commander-Statue, warum auch immer. Machen wir wieder Soldier mit. Machen wir jetzt Sword und Sword.
Dann haben wir Platinum Decoration, Statue nehmen wir Elektrum, hier wieder Platin und hier auch Platin. Und dann bauen wir hier einen hin und da einen hin. So. Wo waren wir jetzt gerade? Hier weiter hoch, ne? Aber weiter hier drüben. Moment. Ich guck mal lieber hier rüber. So. Wo haben wir's? Da. Genau, hier ist jetzt fertig. Jetzt aktiviere ich mal die Steam Engine und den Lever. Wie gesagt, den Lever könnte ich eigentlich auch die ganze Zeit anlassen. So. Okay. Aha, und da steigt jetzt tatsächlich Wasser. So, dann kommt jetzt der nächste Versuch. Was passiert, wenn ich jetzt ausmache? Bleibt das Wasser da oder fließt es wieder runter? Nicht so richtig eindeutig, oder? Bleibt das Wasser da jetzt oder ist es... Mal gucken. 270% Wasser. Okay, das Wasser dürfte quasi unter Druck stehen. Okay. Also im Endeffekt, es ist tatsächlich, ja, wir haben da jetzt eine Menge Wasser. Okay, also so auf die Art und Weise kann ich es tatsächlich anheben lassen. Es war einfach zu viel Wasser, was ich hatte. Gut. Jetzt ist die Frage, kriegen wir Wasser irgendwo auf diese Art und Weise hin, sodass wir zum Beispiel diesen Bereich hier wieder unter Wasser setzen könnten. Sodass vielleicht Regenwasser sich hier wieder sammelt. Und das wäre ja unter Umständen machbar, wenn ich hier einen Schacht mache und hier Wasser hochpumpen lasse. Das Wasser bleibt ja drinnen, das heißt, ich bräuchte nur hier einen Schacht bauen, der das bis hier hin pumpt. Jetzt ist nur die Frage, das ist hier wahrscheinlich zu groß. Das ist wahrscheinlich zu viel Fläche. Selbst wenn ich das jetzt hier hochpumpe, würde das wahrscheinlich viel zu viel Fläche sein. Schade eigentlich. Eigentlich schade. Tja, ich habe jetzt noch keine richtige Idee, muss ich zugeben, wie ich das am günstigsten... Also, ich glaube, das kann ich in dem Fall nicht besonders gut nutzen. Und jetzt mit Wasser ist es halt auch nicht besonders sinnvoll, weil, ja, das Wasser, das wir hier haben, das reicht erstmal ewig, ne? Dementsprechend, damit jetzt rumzuspielen, macht jetzt nur eingeschränkt Sinn. Also quasi gar keinen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht was, falls jemand einen Vorschlag hat, was ich damit anfangen könnte jetzt im Moment. Wie gesagt, was ich nochmal gucken möchte, ist, ob man irgendwie durch Regen halt sich selber halt ein Wasserbassin anfangen kann. Aber das scheint nicht so gut zu klappen, wie ich mir das erhofft hatte. Vielleicht muss ich noch größer werden. Also das wäre dann vielleicht was, wo ich mir dann nochmal das Wiki angucke zum nächsten Mal. Oder zur nächsten Folge. Vielleicht kann ich das ja auch mal zwischen der Folge machen, weiß ich noch nicht. Das kann ich hier eigentlich zum großen Teil mal abbauen, oder? Ich kann es auch einfach stehen lassen. Dann habe ich da nicht jetzt zwischendurch eine Lücke offen, durch die irgendjemand reinkommen kann. Aber wieso seid ihr so unterbeschäftigt? Wir haben den 12. Tag des Falls. Da sind so viele Leute so unterbeschäftigt. Boah, wir haben aber viel Stroh diesen Sommer angesammelt. Hier liegt sogar was rum, was wir nicht wegtragen. Krass. Wow. Okay. Sehr gut. Also, ich werde mich nicht beschweren. Ist cool. Also. Wie sieht's mit Früchten? Oh, also. Allerdings könnte Nahrung trotzdem im Winter jetzt ein Problem werden, muss ich zugeben. Also gut, wir haben halt relativ viele Large Meals. Alleine nur, wenn sie die Large Meals essen über den Winter, sollten wir versorgt sein. Na, also, wir haben halt so viel Nahrung da, dass das kein Problem werden dürfte. Die Large Meals, die 65, ich glaube, ein Large Meal versorgt auf jeden Fall einen Gnome einen Tag lang. Wir haben 30 Gnome, das heißt, sozusagen die ersten zwei Tage sind alleine darüber gegessen. Ich glaube, das sind sogar anderthalb Tage.
Also sind die ersten 3 Tage darüber erledigt, über die Large Meals. Und sagen wir mal, die machen einen Tag oder einen Dreivierteltag. Naja, gut, wir sollten vielleicht sich jetzt aber... Naja gut, aber wir haben ja auch noch ein paar Sachen da. Notfalls können sie das Meat einfach verarbeiten, direkt in Sausages oder in Steaks oder so. Ich glaube, die Aufträge haben wir ja noch laufen. So für sowas wie Hearty Breakfast und so, da kann man ja... Da ist ja, glaube ich, dann das Steak mit drin und so eine Scherzchen, das wird schon. So, wie weit sind denn eigentlich unsere Rüstungen? Needs Padding. Oh, Needs Padding. Na, das haben wir ja eine Weile nicht mehr gelesen. Das haben wir echt eine Weile lang nicht mehr gelesen. Needs Padding. Krass. Aber das ist ja nun wirklich ein bisschen her. A Merchant from Cleft Portal. Ja gut, das war glaube ich die Agrargeschichte. Ne? Das wird uns jetzt nicht so viel bringen. Wer arbeitet eigentlich hier? Tier. Warum arbeitet Tier im Moment nicht? Tier. Oh, Taylor, Tier. Idle. Wie kann denn Tier, Taylor, Idle sein, wenn wir... Paddings brauchen. Das geht ja gar nicht. So, wo haben wir es denn? Padding. Da. Ich mach mal Croft to 2. Dass immer 2 da sein sollen. Dann machen wir mal, ja. Gut, jetzt arbeitet sie auf jeden Fall wieder. Oder habe ich hier Accept Generated Jobs nicht an? Doch, habe ich doch. Aber aus irgendeinem Grund sind die nur hier angegangen, bei dem hier. Merkwürdig. Oh! Ein Überraschungsangriff. Das ist doch unser Beetle. Was sucht unser Beetle von da? Hier! Ich dachte jetzt so, okay, der flieht, aber der hat die alle. Okay, Entschuldigung, falls ich ein bisschen laut war, aber das war einfach so göttlich so. Die machen einen Schritt da drauf, er geht drauf, weg. Mega. Genauso soll es ja eigentlich sein, aber es war einfach so passend. Oh, herrlich. Ich frag mich, was der da vorne wollte, aber egal. Ah, super. Ja, da hat's. So war es nicht beabsichtigt, aber wunderschön. Oh, herrlich. Ja. Armes kleines Skelett, ich sehe schon. So, ey, herrlich. So. Merkwürdig, wieso... Da ist jetzt mein Shift 1? Interessant. Was war noch mal hier eigentlich? Naja, egal. So, so, dann muss ich hier natürlich den Lever ziehen, damit die Tür auch gebaut werden kann. Ja, hat auf jeden Fall super funktioniert. Auf Feier. So, was haben wir denn da? One Steel Hammers. Das. Sehr gut. Und hier zwei Goblin Corpses. Und ja, okay. Also die wertvollen Sachen waren hier hinten. War doch einiges an Iron und so dabei. Sehr cool. Sehr, sehr schön. So, eigentlich könnten wir, da wir jetzt sowieso den Platz haben, den Titanium-Forschungsworkshop auch gleich mit aufbauen. Das Titanium-Smatting Lab. Klar, mir ist völlig voll auf Achso, ich hatte das letztes Mal abgerissen, weil das sowieso... Hä? Achso, dann hatte ich das abgerissen und hier umgebaut, damit ich jetzt, seit ich die 2 Dinger hatte, dann nicht mehr mich beschäftigt habe. Weil, ja, wir brauchen sowieso... Hierfür bräuchte ich einen Titanium-Barren. Und für das andere Ding bräuchte ich dann Tungsten, Mithril und Orichalkum, was ich auch nicht finde.
Female Chicken, ne, wir haben davon eigentlich genug. Pomegranate, das ist alles Tutti. Sycamore, Cotton Bandage, Woolbolt. Wir brauchen einfach alles nichts von euch. Aber man könnte Gold Coins jetzt kaufen. Aber wir haben auch da genug. Also klar, wir können es jetzt machen. Welchen Wert haben wir denn in Coins? 10.000, 12.000. Aber ernsthaft, wenn wir irgendwas haben wollen, dann reicht uns das ja eigentlich, um es zu kaufen. Wir können noch ein bisschen. Wie viel Gold ist denn das hier? Zack, 2.000. Gucken wir einfach mal. Zack, zack, zack. Damit sind wir bei 2.500. Da können wir die ersten wieder wegnehmen. Sind wir bei 1.937. So, dann nehmen wir da nochmal 5 mit. So, und davon 2. 2017, so. Zack. Dann haben wir nämlich das auch. Dann haben wir einfach nochmal ein bisschen mehr Gold rumliegen. Nochmal 2000 mehr, sind wir jetzt bei 14.000. Ist ja entspannt. Falls wir mal was Größeres kaufen müssen, können wir das jetzt relativ gut machen. Das ist keine große Sache dann jetzt. Wir bräuchten nur eigentlich mehr Platz für unsere Goldmünzen, also für unsere Münzen im Allgemeinen. Und wir erhöhen damit ja nochmal unseren persönlichen Wert. Das ist ja auch nochmal immer ganz gut. Wir könnten hier nochmal... Ich mache das hier nochmal... Ich zerstöre hier nochmal ein bisschen Lagerplatz. Das wird dann sowieso nach unten ausgelagert. Und erhöhe den hier. So. Das müsste passen. So, die hatte ich jetzt aus. Ja. Ja, also wie gesagt, also es funktioniert, man muss sie halt einfach nur in so einem Stück haben. Und ich denke immer, wenn man dem dann halt nicht erlaubt, sich gleich zu verteilen, sondern dann vielleicht erst in der Stelle da drüber oder ähnliches, dann wird das besser gehen. Ja, oder sich nach und nach zu verbreitern oder es in ein größeres Bassin laufen lässt und dann ansticht oder sowas, das wird wahrscheinlich besser funktionieren. Ich wüsste jetzt nur nicht, wofür ich es verwenden soll. Also ja, funktionieren tut es. Ja, es ist lustig. Nein, ich habe keine Idee, was ich damit machen soll. Ja, das fasst das ziemlich gut zusammen. Ach, Mann. Nein, runter, vorwärts. So, ja. Ich sage ja, die Steuerung tue ich mich gerade ein bisschen schwierig, weil mich da irgendwie da jetzt andere Steuerungen in meinem Kopf mit reinschwingen. So, damit haben wir hier nochmal den Wert 6780. 4140. Okay. Ja, massiv. Also da haben wir nochmal massiv den Wert erhöht. Das ist natürlich richtig krass. Also Platinum und Elektrum. Two Gnomads have arrived. Sehr cool. Population. So, wofür könnten wir die jetzt gebrauchen? Wir haben 2 Nomads. Prospecting, Alchemy und Experimenting. Ja, wir haben da 2 Leute für. Und jemand, der Armor 15 hat. Das ist ja super. Armor 15 ist ja fantastisch. Wir könnten einen Warrior tatsächlich noch gebrauchen, einen einzelnen. Allerdings ist das mehr Fernkampf. Also, ja gut, machen wir ihn dahin. So. Haben wir es? Warrior. So, was könnten wir noch gebrauchen? Also, einen Farmer brauchen wir aktuell keine Engine hier. Brauchen wir auch nicht. Cook brauchen wir nicht. Builder, nö. Blacksmith haben wir auch 3 Stück jetzt. Jeweler brauchen wir auch nicht. Woodcutter, einen dritten Woodcutter vielleicht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wir haben ja schon 3 Miner. Ein dritter Woodcutter könnte tatsächlich nochmal... Oder ein vierter Miner. Machen wir einen vierten Miner draus. Machen wir einfach einen vierten Miner draus. So, wo haben wir es? Miner ist ganz oben. Zack, einen vierten Miner. Und den Warrior müssen wir natürlich gleich über die Squad zuweisen. Das wären die Stormy Arrows, richtig?
Ja. So, wo haben wir? Hier. Zack. Okay. Also soweit alles tutti. Alles prächtig. Naja, gut. Dann gucken wir uns mal an, was wir in der nächsten Folge machen. Richtig, was wollte ich noch? Okay, ich guck mal gleich hier nach. So, obwohl, vielleicht mache ich auch eine Aufnahmepause. Ich weiß es nicht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.